Seid mir gegrüßt, furchtlose Abenteurer. Wir sind zurück in der Welt von Jiringal im Spiel Black Geyser, Couriers of Darkness. In der letzten Folge wollten wir einen verlorenen Ehemann finden, der von einer Hexe verflucht wurde, und einen Zyklopen, Madruk. Beide haben wir nicht gefunden. Trotz der Wegbeschreibung nördlicher Wald und östlicher Wald. Ich habe nochmal ein bisschen mich umgeschaut, nicht zu sehen. Merkwürdig. Aber wir wollen uns ja nicht zu lange aufhalten. Aber ich habe so das Gefühl, dass eventuell in dieser Höhle etwas oder jemand sein könnte. Denn vielleicht halten ja die Zyklopen diesen verschwundenen Ehemann versteckt oder gefangen. Wir schauen mal nach. Also ich hoffe, wir werden nicht angegriffen, wenn wir die Höhle betreten. Wir versuchen es mal. Kann man eigentlich auch hier rüber? Nee, ich glaube nicht. You can't be serious. Nee, gesperrt. Ach, wie schön hier. Oder wir angeln hier. Die Plünderer. Die haben uns ein bisschen Beute weggeschnappt. Wir können sie alle töten und die Beute unsererseits wegschnappen. Wo waren denn da mal die Zyklopen? Hier oben, glaube ich. Hallo? Ach, hier unten? Genau. Hier ist die Höhle, da war's. What a waste of time. Da sind sie. Wir können sie ja nochmal ansprechen und schauen, was geschieht. Ult, habt ihr Madruk gefunden? Nettes Porträt. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich werde euch wissen lassen, wenn es soweit ist. Beeilt euch, Kleines. Er leidet. Okay, wir wollten uns ja mal in die Höhle schleichen. Mal sehen, was passiert. Ich mache mal einen Quick Save. Okay. Kein Kampf. Eine Höhle. Eigentlich recht gemütlich hier. I'm listening. I go. Wenn da nicht Menschenknochen liegen würden. Aber kein Gefangener. Was ist denn hier? Wow. Oh, eine Kiste. Sollten wir das vielleicht genau untersuchen? Ja, wir tun's. Zutaten und ein Dolch. Dann kann Biella sich das mal holen. Yes. Aber die braucht man so langsam wieder ein bisschen Nachschub an Zutaten. Weil sie ist ja für die Alchemie zuständig. Rätselhafter Gegenstand. Das ist sogar ein Questgegenstand. I'll make it. I'm always ready. Questgegenstand nicht anscheinend. Genau, den Sand wollen wir noch abliefern für die Seehexe. Und den schwarzen Trunk für den verlorenen Ehemann, aber den haben wir noch nicht gefunden. Was war das hier nochmal? Ach ja, goldene Trauben, die sollen wir zurückbringen in den anderen Winzerhain. Da fällt einer, war doch auch dieser Zwerg in den Katakomben. Da könnten wir eigentlich auch noch vorbei.
Wenn wir dann zwei Sachen weiterbringen. Also gut, wir untersuchen erstmal den rätselhaften Gegenstand. Niemand weiß, woher dieser unbekannte Gegenstand stammt. Ja, eine Klinge, eine abgebrochene. Klinge von Alakai. Preis 740. Dies ist die zerbrochene Klinge des legendären Schwertes, das als Dämmerungsschneide bekannt ist und vermutlich im Kampf gegen die Xur-Xur-Bestie verloren ging. Wenn der fehlende Griff gefunden wird, könnte die Waffe vielleicht neu geschmiedet werden. Ah, sehr schön. Das heißt, wir brauchen noch den Griff. Sehr schön. Ich glaube, den Gegenstand gebe ich mal Linnea. Wer weiß, ob Biberla immer bei uns bleiben wird. Wer weiß das schon in diesen Zeiten? Wir wollten ja eigentlich noch nach Norden reisen wegen Bialas Quest, aber einfach mal dann jetzt. Okay. Are you certain? Was haben wir denn hier? Hä? Ist das ein Pilz? Magiewahrnehmung? Geht, glaube ich, nicht. Nee. Kein Gefangener. Oh, oh. Vielleicht ist ja das der Gefangene. Verspeist. Aber man sieht schon, wie viel Liebe zum Detail da drin steckt. Ah, da haben wir noch ein Fass. Zutaten. Okay. Ich denke, das war's. Wahrscheinlich werden wir jetzt für den Zyklopen angegriffen. Yes, you can't be serious. Lieber mal ein Quick Save. So, wir gehen dann mal ganz unauffällig. You can't be serious. Ah, diese Plünderer, überall Plünderer. Voll die Gang. Irgendwie cool. Der hier. Man kann die sogar ansprechen. Oder auch nicht. Piss off. Piss off, okay, alles klar. Du mich auch. Dann wollten wir genau weiterziehen. Wir direkt machen. Ich denke, wir ziehen direkt weiter. Also wir können zum Winzerhain die Rebstöcke abliefern. Wir wollten ja eine neue Weinplantage da anbauen. Die haben wir in Dalkivar geklaut. Entwendet. Und dann können wir zum Tal der singenden Bäume, da wartet die Seehexe mit, ja, die Seehexenquest. Da liefern wir den Sand ab. Okay, alles klar. Zu tun gibt's genug noch. Das sind ja alles nur Nebenquesten. Die Hauptquest wartet ja in die Rungult. Ich glaube, die kennen wir schon. Ja. Ich glaube, die war nicht feindlich. Helllichter Tag. Can I help you? Ja, okay. Freundlich ist ein bisschen übertrieben, aber... Okay, wo war denn das mit dem Hain, mit dem Rebstock? You can't be serious. Hier, glaube ich.
Tja, wer war das? Can I help you? Vincent, glaube ich. Oder? Ihr seid zurück. Ihr habt hoffentlich die Dalgivarebe dabei. Hier, bitteschön. Interessant. Ich sollte mich um sie kümmern. Auf den ersten Blick ist es eine Art Bogen, überwuchert mit starren, eisenharten Reben. Er wuchs in unseren Feldern aus dem Boden. Jemand mit euren Erfahrungen kann sicher bald herausfinden, was es ist. Oh ja, und hier ist noch etwas Gold. Hä? Was haben wir damit zu tun? Was es ist? Moment. Achso, wir können es doch noch herausfinden. Bogen? Es geht noch weiter. Unten wäre natürlich wieder die gierige Variante, also Gold und Edelsteine fordern. Ich brauche das Gold nicht, mehr über diesen Bogen zu erfahren, könnte an sich schon ein Abenteuer sein. Ihr seid sehr gutmütig, meine Dame. Nehmt den Bogen bitte mit. Ich mag den ganzen Tag von Reben umgeben sein. Er gibt mir doch ein schlechtes Gefühl. Das will er nicht. Seltsam, seltsam, seltsam. Abgeschlossen, okay. Aber wahrscheinlich geht es noch weiter jetzt. Wie hieß denn das? Irgendwas mit... Keine neue? Nö. Aber manchmal tauchen ja dann neue Questen auf. Deswegen schaue ich. Ich brachte Vincent die Zweige mit den Trauben. Ja, also gut. Vielleicht geht es ja noch irgendwann weiter. So, jetzt kommt aber hier Frau der Flut. Nee, Quatsch. Gefundene Liebesmühe. Wir können dem Zwerg, der hoffentlich da noch im Keller ist, das Säckchen geben von seiner Frau. Das wollte ich machen. Weil das hier auf der Map ist. Wo war denn das nochmal? Da unten, hoffe ich. Ich glaube, da war das. Vielleicht kann der Linnea dann doch noch ableveln. So, und ich hoffe, es gibt keinen Monstergekloppe hier unten. Das hatten wir ja schon gesäubert eigentlich. You can't be serious. Meine schon. Genau, ich kann mich dunkel erinnern. Ich glaube, hier unten stand der irgendwo. Hoffentlich keine Monster. War das nicht hier? Ich meine schon. Vielleicht war es ja in einer anderen Zeit. Es gab da nämlich so eine kleine Zeitverschiebung. Hier? Ah, oder hier? Verdammt! Ach Mann. Den Questmarker? Nee. Oder hier. Ja. Weg zu sehen hier. Ja, tja, tja. Da ist er! Ah, dann ist mein Gedächtnis doch nicht so schlecht. What a waste of time. Ahaha.
Das ist schon ein paar Wochen her. Don't get so close. Beran, hehehe. Das ist der beste Schrott, das Gemisch schon. Ihr solltet euch das hier mal anschauen. Ja, genau, der wäre ein bisschen verrückt. Nein, 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 ihr könnt mich nicht austricksen. Er gehört mir, 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 mir. Hier, schaut euch diesen Beutel an. Hier, von eurer Frau. Lilly? Das ist Lilly, wo bist du? Sie ist südwestlich von hier, auf der Mondsteinlichtung. Ja. Lilly, ich rette dich. Oh, das nehme ich lieber mit. Man weiß ja nie. Ja, ist das dann wohl? Bunte Liebesmühe. Okay. Gruppenhof verbessert. Anscheinend hieß der durchgedrehte Zwerg in der Höhle einst Beran. Nachdem er Lillys Kräutersäckchen gesehen oder gerochen hat, macht er sich auf die Suche nach ihr. Ich sollte ihm zu seinem Ziel folgen. Ja, okay, da schauen wir dann mal vorbei bei Zeiten. War gut. Das ist nicht so ganz tragisch. Wir sind weitergekommen. So, jetzt geht's aber zu der Seehexe, Frau der Fluten. Also Abstürze gibt es eigentlich so gut wie nie, von daher mache ich auch, ja, nur bei Questfortschritt Quicksaves oder vor Kämpfen. Aber einen Absturz habe ich noch nie gesehen in dem Spiel, selbst in der Beta-Version nicht. Also die Entwickler können schon programmieren. Lade.